Willkommen zurück. Und ja, wir haben einen Mega-Freaker, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung, was das für ein fettes Vieh ist. Ich überlege gerade, wie wir das am besten niederknüppeln, weil wir haben ja so eine Annäherungsmine. Haben wir, ey, wir, stimmt, wir haben ja auch noch eine Annäherungsmine, die wir rein technisch gesehen setzen könnten. Halleluja, ey. So, die sollten wir schnell setzen, würde ich sagen. Annäherungsmine. Hallo? Ich will die Annäherungsmine setzen. Ja, genau. So, er musste ja hier lang. So, dann haben wir noch dich. Dann haben wir noch dich. Nein, daneben. Oh, das hat mich ja auch halb zerfetzt. Halleluja. Aua. Was denn noch alles? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit. Also die Mine hat mich selber fast zerlegt. Komm schon. Langsamer. Okay, Problem ist halt, ich habe kaum Munition gerade. Und das Nachladen dauert. Da, fast geschafft. Oh, komm schon, stirb endlich, du Mistvieh. Du Mistvieh, stirb! Boah! War's das? Verdammt doch mal. Ein hartes Stück Arbeit. Ohne Wenn und Aber. Ich muss Antibiotika. Ohne Wenn und Aber. Halleluja. So. Wir müssen jetzt aufpassen. Fallen. Okay, Munition, sehr schön. Und weiter nachladen. Okay. Das macht auf jeden Fall schon einiges aus. Da kannst du erzählen, was du willst. Also. Okay, man hätte also die Fallen auch aktivieren können oder hier rumrennen können, schleichen können, wenn ich das so richtig verstehe. Und erstmal so viel wie möglich. What the hell? Das sind kleine, aha. Das kann ich machen. Warum rennen da so viele kleine noch rum? So. Also Maschinengewehr, also jetzt mal ernsthaft, wie viel Maschinengewehrmunition hat man denn dann dabei? Perfekt. Oh, na dann heilen wir uns direkt. Doch noch mal, ne? Dann können wir das auch noch mit. Oh, das scheint aber eine ganze Menge zu sein. So.
gucken wir mal. Okay, 265 Schuss würde ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ein 50er oder ein 100er Magazin. Ja, das wird gehen. Ziehen. Ich muss zurück zu meinem Bike. Ja. Das wird ja nicht so einfach. Ich weiß ja nicht, wo es hier nochmal lang ging. Kam von hier, glaube ich. Problem ist halt, wir sind hier mitten im Ripper-Gebiet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Ripper... Das hört man. Das wird ihm helfen. Und dann hauen wir hier ab, nach Norden, wie er es wollte. Hoffe ich. Deacon St. John, bist du da? Deke, hier ist Ricky. Over. Scheiße, sie darf nicht wissen, wo ich bin. Hey, Ricky, hier ist Deke. Schlechter Empfang, ich kann dich nicht hören. Deke, wo bist du? Ich brauche... Hey, es tut mir leid, Ricky, ich habe gar keine Zeit dafür. Och Mann, was mache ich denn gerade hier? Och ey, ich bin gerade richtig doof. Also fahren kann ich gerade nicht. Hä? Pass auf, die halten mich auf. Ich werde gefangen genommen und bin am A. Halt! Das ist Deacon! Hinter ihm! Du! In die Richtung! Die dürfen nicht zurückkommen! Los! Gefunden? Was noch übrig war, ja. Was übrig war? Ich habe Schüsse gehört. Was ist los? Sind auf ein paar Ripper gestoßen. Ich hab's geregelt. Geregelt? Was? Wow. Ich hätte es wissen müssen. Was wissen? Mann, Ricky, wer sorgt hier für Sicherheit? Weißt du was? Die Frage stelle ich mir jeden verdammten Tag. Ich bin hier fertig. Gut. Was machst du hier draußen? Was ich hier mache, Dick? Eddie sagte, ich soll dich holen. Was? Warte einen Augenblick. Ist Boozer okay? Keine Ahnung. Wir müssen los. Was ist mit Boozer? Eddie hat nur gesagt, dass ich dich finden soll. Dann hörte ich, dass du mit Schizo hier hoch wolltest. Jetzt weiß ich warum. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle, die medizinischen Vorräte, das ist kein Geheimnis, Deke. Iron Mike hat mit Carlos verhandelt und abgemacht, dass unser Camp alles mit den Rippern teilt. Schwachsinn! Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn! Ich war da, der halbe Frachtraum ist schon leer. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich habe seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt klingst du wie Schizo. Schizo, er hat dich angestiftet. Er hat dir von der Absturzstelle erzählt. Ja, super. Hältst du mich jetzt für Schizos Laufburschen? Nein? Wie hast du dann davon erfahren? Von einem Drifter in Copelands Camp. Wie du sagtest, es ist kein Geheimnis. Ja, klar. Schizo will sich schon seit Monaten mit den Rippern anlegen. Er freut sich bestimmt, dass du das übernimmst. Okay. Ich komme nicht ran an sie. Ich habe da mal eine Frage. Muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Winter, hast du Iron Mike gesagt, er kann dich mal, weil er nicht für Überlebende zahlen wollte. Das war ein kleines bisschen anders. Oh, ich erinnere mich doch ganz gut. Iron Mike wollte mit Sklavenhändlern nichts zu tun haben. Ich bin kein... Okay, wir haben niemanden zu irgendwas gezwungen. Was ist mit Tucker? Gilt das auch für Sie? Keine Ahnung. Mal dran gedacht, dass jemand, den du da draußen aufspürst, der am Verhungern ist, tagelang nicht geschlafen hat, dass der eben nicht mehr weglaufen kann? Hä? Mal dran gedacht, dass er keine Wahl hat? Aber du hast sie trotzdem nach Hot Springs gebracht. Für ein paar Camp-Punkte. Jeder hat eine Wahl, Deacon.
Für uns ist es auch hart, jemanden aufzunehmen, der nicht arbeiten kann, der nicht hilft. Weißt du, ich bin nur froh, dass Iron Mike nicht so ist wie du. Das ist eine harte Ansage, muss man jetzt einfach mal so sagen. William! William, wenn du mich hörst, du musst aufhören! Eddie, was ist los? Rosa? Hey, halt ihn fest. Was zum Teufel machst du da? Was machst du da? Hör zu, wir müssen das tun und zwar schnellstens. Was tun? Den Arm abnehmen. Oh. Nicht den Arm! Nein, nein! Dick. Nein, du wirst ihm... Niemals! Nein, das tut ihm nicht an! Hör mir zu! Das Antibiotikum rettet sein Leben, aber nichts auf Gottes Erde rettet seinen Arm. Hör zu, du musst mir jetzt dabei helfen, oder dein Freund wird sterben. Okay. Wir verlieren ihn. Lass mich! Deacon. Okay, alles klar. Komm. Hey, Kumpel. Hey, Kumpel. Okay, hör zu, du musst bei mir bleiben. Halt ihn fest. Okay. Hier. Deacon. Okay. Deacon. Ganz ruhig. Okay. Okay. Oh, meine Güte. Wir verlieren ihn. Nein, er verliert zu viel Blut. Ihr müsst aufhören. Er verliert zu viel Blut. Gib mir den Verband. Okay. Oh, nein. Rosa, komm schon, Mann, komm schon. Halt ihn fest. Alles okay, Kumpel. Wo soll ich ihn festhalten? Festhalten, einfach so festhalten. Okay, reiß dich zusammen und halt ihn fest, Deacon. Hey, du warst gut da dran. Damals auf der Highschool dachte ich, vielleicht studiere ich Maschinenbau. Oder doch lieber Chirurgie. Ich hätte wohl Chirurgin werden sollen. Und du? Hey, okay. Hast deinem Freund das Leben gerettet. Ich fürchte, das wird er anders sehen. Ja, vielleicht tut er das. Ich muss ihm jetzt eine Infusion legen. Weißt du, keine Ahnung, wo du das Zeug her hast. Ich will es gar nicht wissen. Aber es wird viele Leben retten, Deacon St. John. Sehr viele. Ich muss Eddie helfen. Mike, beruhige dich, okay? Deacon, komm raus! Ich weiß Bescheid! Es ging nicht darum, ihn umzubringen. Mike, lass gut sein. Es ist vorbei. Gott verdammt, ich weiß. Wird Boozer überleben? Keine Ahnung. Aber die Ripper da draußen sind dir gefolgt. Wenn Carlos das herausfindet, wird die verdammte Hölle losbrechen. Carlos kann mich am Arsch lecken! Du setzt das Leben anderer aufs Spiel. Ich hoffe, du weißt das. Du hattest keine Wahl. Mike, warte! Ich finde, ganz so einfach, wie sich Mike das vorstellt, ist es wirklich nicht. Deke, wie geht's meinem Beutejäger? Blair, wie geht's dir? Zeig mal, was du hast, Nettes, für mich. Was kann ich für dich tun? Waffen. Kaufen. Wollen. Schrotflinte. Okay, ein M50 ist doch eigentlich auch ein Sniper, oder? Ja, komm. Was wir haben wir? Wir haben 9000. Keine Rückerstattung. Nur, dass du es weißt. Eine schöne MP. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, solange du es niemals wiederbringst. Das ist ja okay. Schön.
Okay, dann haben wir so gut wie kein Geld mehr, aber wir haben zumindest viele der Waffen. Ja, wir bräuchten. Oh, da brauchen wir ja 5 Riesen plus die. Oh, nochmal 8 Riesen. Okay, ist aber nicht so schlimm. Schrank. Erstmal Primärwaffe. Haben wir jetzt eine MP in der Hand? Würde ich damit vergleichen wollen. Du machst definitiv mehr Schaden. Feuerrad ist höher, brauchen aber. Wir brauchen keine so hohe Feuerrate. Müssen wir jetzt einfach mal so sagen. So, das ist ein M50. Reichweite ist niedriger. Präzision ist dafür um einiges höher und der Schaden ist höher. Feuerrate, also würde ich sogar ausprobieren wollen, ja. Wo warst du denn? Okay, probieren wir das aus. Handfeuerwaffen. Pistol. Definitiv Pistol. Keine Schrot. Schrot bringt mir nichts. Ja, und Spezialwaffen. Na dann? Habe ich gerade einen MG auf dem Rücken. Lass dich mal öfter blicken. Was kriegen wir denn für ihn hier? Nicht viel, ne? Hier kriegen wir Credits für. Okay. Ja, komm, hier, Stapel weg. Weg. Haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht. Was sagt er? Oh, da gibt es eine neue Fahrt. Er hat noch eine Mission. Okay. Wie spät haben wir es denn? Nachmittags, also kurz bevor es dunkel wird. Wie sieht mein Sprit? Oh, mein Sprit ist so niedrig. Ich überlege, ja, da müssen wir vorher an die Tanker ran. Hilft ja nicht. Frage ist, machen wir das jetzt oder in der Nacht? Und wir brauchen einen Schalldämpfer für eine Pistole. Fällt mir gerade so ein. Ups, Entschuldigung. So. Dick. Vorräte. So lange? Blair, gut, Handfeuerwaffe. Du aus. Yep, sehr schön. Ja. Anbringen. Ich hab alles Mögliche. Primärschalldämpfer können wir auch nochmal kaufen. Bitteschön. Finde ich gar nicht. Ja. Dauert noch. Ja. Ich brauche keine Blindgranaten. Blindgranaten sind meiner Meinung nach total unten. Du fehlst uns. Ja, danke. Aber ich muss mal kurz Sleepy Hollow machen. Dann muss ich zur Tanke. Oh. Das ist mein Waffenschrank. Ich habe hier keine Kiste für Moon. Ich weiß gar nicht, wie viel Moon jetzt die M50 hat. Moin. Genau, das reicht auch. Und Tür offen gelassen. Okay. Tür zu. Ah, lassen wir es offen. Die Frage ist jetzt, fahren wir jetzt zur Tankstelle oder nicht? Hey. Weil die Tanke ist fast genauso weit weg. Ich weiß nur nicht, ob ich hier unterwegs tanken kann. Oh. Gute Frage, nächste Frage. Warte, ich mach das Tor auf. Tanke oder nicht Tanke? Eigentlich sieht die Tanke gar nicht so weit weg aus, ne? Also, jetzt gesagt, die Tanke ist sogar relativ nah. 400 Meter immerhin. Schauen wir mal. Da blinkt was. Was blinkt da? Last Lake an Deacon St. John. Hörst du mich?
Ja, Ricky, was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Schizo zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Ja, okay. Dicken Ende. Okay. Hier drüben liegt auf jeden Fall jemand. Ich bin zumindest überzeugt von. Eddie, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Kommen. Deke. Ah. Hey, ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Alles klar? Ah. Was gibt's denn? Doch nicht? Buse. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man ja nicht aus, Mann. Deke, Eddie meinte, du hättest mir das Leben gerettet. Und das Anti... sonst was besorgt. Weißt du? War bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Oh. Weißt du noch damals, als Jack einen Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Ja, Boosman, das weiß ich noch. Ich spüre es. Immer noch. Das Messer. Schlimmer als Ripper. Nicht da gewesen wärst, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, was passiert wird. Ich weiß es nicht. Das ist erledigt, Bosa. Das ist erledigt. Vorbei. Boah, was ist denn hier los? Überall blinktet und blinktet. Sorry, Miss. Ist ein bisschen schwindelig. Ja, Eddie bringt mich um, wenn sie rausfindet, dass du aufgestanden bist. Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Lost Lake meldet sich ab. Hör zu, Boozer. Scheiße. Okay. Überall blinktet und winktet, aber ich habe keine Ahnung. Das ist halt so creepy. Deacon, hörst du mich? Yep. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte nur sagen, ich... tut mir leid, was mit Boozer geschehen ist. Ja, ihm selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Eddie wollte, dass du eins weißt. Hättest sie das Listenmesser nicht gehabt, würde es Boozer jetzt bei weitem schlechter gehen. Ja, das hat's wohl einfacher gemacht, ihm den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, wir hoffen, dass er es schafft. Er ist auch mein Freund, okay? Das hoffen wir alle. Hey, hör zu. Danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los, Deacon Ende. Ein Hirsch läuft vorbei. Wow, nicht gerade schlau, auch ohne Verkehr. Was hat denn das mit nicht schlau zu tun? Den Spruch verstehe ich nicht ganz. Weil, was können die Hirsche dafür? Die Hirsche wollen da auch nur abhauen. Oder abhauen. Die Hirsche will... Naja. Egal. So. Und es regnet wieder. It's raining men. Hallelujah. It's a alte Sägemühle, wa? Also alte Sägemühle, sag ich schon. Sägewerk. Krass. Das sieht. Oh, Nero. Okay. Es wird wieder winterlich. Gute Nacht. Irgendwas ist da oben anscheinend. Papapap, Ohren haben wir. Also Waffe ist schon mal gut genau. Sprich, für weitere Entfernung definitiv sehr gut geeignet. Das Gefühl, dass das hier oben war. Frage ist natürlich. Wow. Können wir hier durchfahren? Ja.
Da liegen Leichen. Nein! Noch bin ich bescheuert. Na toll. Da oben liegen Leichen. Es hat geblinkt, aber ist mir jetzt egal. Wenn Leichen da sind, sind da keine Dings mehr. O'Brien, ich bin bei einer deiner Barken. Bei welcher? Was soll das heißen, bei welcher? Dieses Nero-Funkgerät hat doch GPS, hä? Ja, klar, dass das... okay, du bist bei den O'Lally Falls. Okay, gut, halt die Augen auf. Ein Mitarbeiter wird jeden Moment da sein. O'Brien, Ende. O'Brien, oh, verdammt. Oh, wir müssen wieder... O'Brien, kommen. Deine Freunde sind hier. O'Brien? Das sind nicht meine Freunde. Okay, geh zu Fuß weiter. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Einen Peilsender verwenden? Nein, diesmal nicht. Ich verfolge ihn bereits. Folge der Forscherin. Sie soll ein infiziertes Subjekt untersuchen. Ein Freak, oh, nicht schon der wieder. Kommen wir hier auch irgendwie hoch? In einer Höhle. Du willst, dass ich bewaffneten Nero-Typen in eine Höhle folge? Bleib einfach an ihr dran. Bist du in ihrer Nähe, kann ich ihre Daten abgreifen. O'Brien, Ende. Oh. Oh, Scheiße. Verdammt, was mache ich hier draußen? Ich arbeite noch an den Infos für dich. Frag nicht. Ja, das frag ich mich auch gerade, was ich hier mache. O'Brien, Ende. Sag was. Die mögen zwar feste, schusssichere Klamotten haben, aber stichfest? So, Punkt 1 ist Kategorie Ablenkung, Stein. Er geht da lang. Och Mann. Guck mal da hinten. Hat das einer gehört? Ich hasse diese Aufträge echt. Ja, zum Kotzen. Lass mich raten. Du wärst lieber in den Bärenapphöhlen. Knietiefen Freaker-Scheiße. Shit. Alles klar bei dir? Oh Gott, oh, wie werde ich krank? Ich werde meine Punkte verlieren. Alles okay? Es ist fast Freaker-Zeit. Ja, an ihr dranbleiben. Richtig, O'Brien. Leichter gesagt als getan. Mit Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Was meinen Sie? Ich meine, der Virus ist, was er ist, oder? Nein, es ist ein wenig komplizierter. Jetzt! Okay. Ja, ich bin Soldat. Vor der Freakshow habe ich Biologie studiert. Also erklären Sie es. Wirklich? Bitte. Okay. Wir wissen es nicht genau, aber Bluttests zeigen... Aktuelle Beweise legen nahe, dass sich der Virus über das Lymphsystem ausbreitet, reproduziert und Zellen in katastrophalem Maßstab angreift. Angreift? Genauer gesagt, bleib an ihr dran. Eine Reihe normalerweise was schlafender zur Hölle macht die da? In einen aktiven Zustand. Krebs? Sehen Sie ihn an. Sehen Sie sich alle an. Sieht das für Sie wie Krebs aus? Vielleicht eine ganz üble. Nein. Nein, dies hier ist viel schlimmer. Was meinen Sie? Dieser Virus hat eine Mission. Weil der Virus sie so haben will. Was soll das heißen? Das heißt... Mein Gott, was heißt das? Terrorismus? Sagen Sie das mal Absicht? Ich weiß es nicht. War es das schon? Ist sie fertig? Okay, ich mache lieber einen Abflug.